Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir befinden uns in Zegrasulp City, so heißt der schöne Ort hier. Wir haben beim letzten Mal den Federorden von der lieben Wiebke erkämpft und schauen uns jetzt hier ein bisschen um. Man hat uns schon gesagt, Team Aqua ist unterwegs mal wieder. Die haben da so ein paar fiese Machenschaften mit ein paar Weimern vor der Bucht. Das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Wir haben noch eine Safari-Zone, die wir erkunden dürfen. Und auch ansonsten warten viele tolle Abenteuer auf uns. Deswegen werden wir direkt reinstarten. Ich zeige euch einmal mein Team, was wir dann dabei haben. Wir haben einen Flunkiefer Level 33, einen Altaria Level 33, einen Tauboga Level 34, einen Galoppa Level 35, einen Carabolos Level 36. Ich mag immer so rein. Ich mag es immer, wenn es so ein Levelunterschied ist. Es liest sich so schön. Und wir haben mit Dragoni Level 44 immer noch 11 Level davon entfernt, hier mal nützlich zu werden. So, wunderbar. Dann können wir loslegen, würde ich sagen. Wir haben uns hier schon ein bisschen umgehört. Die Leute sind alle sehr nett, haben sehr viel zu erzählen. Zum Beispiel sind alle Pokémon preisgekrönt oder kommen aus dem ganzen Land. Das ist sehr begeisternd. Hier haben wir Oma Erna und Opa Enno. Vor 60 Jahren hat mein Mann hier meine Hand angehalten. Und das Meer ist immer noch genauso schön. Ha 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 ha, sagt sie da. Auch wenn ich alt und grau werde, das Meer wird immer jung und voll von Leben sein. Ha 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 ha. Ich weiß, warum die zueinander gefunden haben. Das war wirklich die wahre Liebe. Jetzt bin ich den ganzen Weg gelaufen für dieses Item. Was wird es sein? Eine Beere, ein Brief, der Meisterball, man weiß es nicht. Ein schöner Waldbrief. Das ist doch toll, oder? Da freut man sich doch. Hier steht eine. Es ist entweder moderne Kunst oder. Weiß ich auch nicht. Da auf dem Sandbecken, auf dieser Sandbank, scheint sich ein Item zu befinden. Das müssen wir gleich näher unter die Suche nehmen. Unter die Lupe nehmen. Das ist korrekt. Unter die Lupe nehmen. Ich habe ein entspanntes Nickerchen im Gast vom Meer gehalten. Das Rauschen der Wellen war so angenehm. Und da hat mir jemand das Pokémon gestohlen. Da kriegst du die Tür nicht zu. Wer ist dieser schändliche Dieb? Team Aqua. Es war Team Aqua. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das, was war das für eine Unterhaltung? Grassee-Hotel. Ich war gerade Grassee-Hotel? Nee, Grassee-Motel. Behaltet uns als Rose der Zegrasulp City in Erinnerung. Alles klar. Alles klärchen. Was geht hier? Hm, so haben sich also die Anzahl der Gäste verdoppelt, indem sie Pokémon als Attraktion präsentieren. Hm. Vielleicht sollte ich ein niedliches Pokémon zum Maskottchen meines Gastrufes machen. Ich frage mich, ob ich so mehr Gäste hätte. Oh, tut mir leid. Ich habe so konzentriert ferngesehen. Seit Team Aqua in diesem Ort ist, bleiben die Gäste aus. Oh, das tut mir leid. Jürgen, das tut mir wirklich leid. Ist ja wirklich gähnende Leere hier. Ist was im Kühlschrank? Hm, leider nicht. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Denn ich habe nicht nur, seit ich mich von zu Hause losgegangen bin, nicht geduscht. Oder bin auf Klo gegangen. Ich habe auch nichts gegessen. Oder getrunken. Wenn die ganze Welt erst einmal uns gehört, dem Team Aqua, dann wird sie ein besserer Ort für Pokémon sein. Da habe ich neulich ein lustiges Reel zugesehen im D&D-Kontext. So von wegen, ist eigentlich einer von uns, seitdem wir hier angefangen haben, schon mal auf Toilette gegangen? Egal, was die anderen sagen. Der Arenaleiter, was ist denn da los? Jetzt habt doch mal ruhig. Ganz im Ernst, das blöde Handy. Egal, ich muss wie bei der Fahrschule. Ich muss das eigentlich im Flugmodus stellen bei der Aufnahme. Egal, was die anderen sagen. Der Arenaleiter von Faust am Hafen, Camillo, ist mein Favorit. Jeder hier ist ein großer Fan von Pokémon-Campen. Wir diskutieren gerade, welcher Trainer der stärkste ist. Hier sitzt sie. Wenn du berühmt wirst, werden wir vielleicht deine Fans... Ich glaube, die sind wirklich meine Fans, wenn ich einmal Pokéchamp bin. Ich habe etwas über einen neuen starken Trainer gehört. Dieser Trainer wird bestimmt auch die Arenaleiter besiegen. Weißt du irgendwas über diesen neuen Trainer? Nee, nie gesehen, nie gehört. Ey, es gibt manchmal so witzige Videos von so Filmstars oder Musikern, die so random Leute befragen, wie zum Beispiel, ich glaube von Jennifer Lawrence war das einmal, die ist so rumgelaufen irgendwo und meinte, was halten sie eigentlich oder kennen sie irgendwie drei Jennifer Lawrence Movies?
Und dann waren die Leute so, der nie gehört den Namen. Und dann ist sie darauf eingegangen, ja, die finde ich auch scheiße. Und sonst war es so witzig, weil sie war Jennifer Lawrence. Großer Witz. Und Adele ist einmal bei einem, das war so eine Art Casting-Situation für jemanden, der möglichst gut Adele nachmachen kann. Also ein Double quasi. Und sie hat einfach selber mitgemacht und die anderen haben nicht gemerkt, dass sie wirklich Adele ist. Das war auch sehr witzig. Gut, wenn man Witze erzählt, sind sie immer witzig. Ich verstehe das. Mein Lieblingstrainer muss cool, jetzt kommt's, stark und total nett sein. Ich wollte, es gibt so einen Trainer. Ich denke, die hat bestimmt auch die Liste von ihrem zukünftigen Ehemann, was da alles so rauf muss. Cool, nett, toll und stark. Das ist so, wie sagt man, so die unterste Stufe, dass der nett ist. So, große Erwartungen hast du. Der Typ ist kein Arsch. Ich bin ein Kunsthändler. Ich kaufe und verkaufe Kunstgegenstände, vorzugsweise Gemälde. Ich habe gehört, dass das hiesige Museum ständig extraklassige Werke ausstellt. Extraklassik. Hallo, willkommen im Museum von Sigrassi City. Bitte nimm dir Zeit, unsere Sammlung wunderbarer Kunstwerke zum Thema Pokémon zu betrachten. Ich bin sehr gespannt. Diese Frau ist hübsch, genau wie meine Mama. Ah. Dieses Pokémon ist anbetungswürdig, genau wie unser kleiner Sohn. Da haben sich ja zwei gefunden, ne? Das ist das Bildnis einer hübschen, lächelnden Frau mit einem Pokémon auf dem Schoß. Welches Pokémon, welche Frau? Details, ich brauche Details. Was soll ich denn damit anfangen? Das gibt mir gar nichts, die Beschreibung. Pflanzen-Pokémon, die sich im Wind wiegen. Es scheint, als genießen sie das zarte Streicheln des Windes. Das sieht mir ein bisschen, könnte so eine Art Knofenser sein, aber weiß nicht. Moderne Kunst halt, ne? Dieses Kunstmuseum, hier bekommst du viele fantastische Gemälde zu sehen und der Kurator ist einfach wunderbar. Ich bin übrigens der Kurator, ne? Unter Künstlern wie mir ist dieses Museum einfach eine Inspiration. Oh, guck mal, Tauboga, hier. Einer berühmten Skulptur. Es zeigt ein antikes Vogelpokémon. Sieht aus wie Tauboga oder Taubos. Ein großer Pokéball aus schwarzem Stein gehauen. Was, glaube ich, ein relativ leichtes Motiv ist, weil es einfach nur ein Kreis. Ein Ball. In früheren Zeiten wurde er fancy ausgestellt. Ich weiß, ein Kreis ist nur 2D. Eine große Steintafel, auf der Pokémon und eng gesetzte kleine Schriftzeichen in einer alten, unverständlichen Sprache eingraviert sind. Die Kämpfe mit Pokémon machen schon Spaß, das gebe ich zu. Aber man darf darüber nicht seine Liebe zu den schönen Künsten vergessen. Würde ich niemals. Das ist auf jeden Fall Platz 1, wenn es um die Prioritäten in meinem Leben geht. Eine merkwürdige Landschaft mit bizarren und fantastischen Details. Beeren. Sie sehen äußerst delikat aus. Das Bild kann einen hungrig machen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Dies ist ein sehr altes Gemälde. Die Farbe blättert hier und da schon ab. Was ist da los? Was geht da los? Warum wird es nicht restauriert? Rekonstruiert? Wie heißt es bei Bildern? Restauration auch bei Bildern? Egal. Dies ist ein sehr altes Gemälde. Die Farbe blättert hier und da schon ab. Das ist ein Zerfallsmuseum hier. Hier wird das dem Zerfall überlassen. Das Bild eines legendären Pokémons aus längst vergangener Zeit. Der Künstler hat dies aus der Vorstellung herausgemalt. Ja, es sieht ungefähr aus, als ob. Als ob, weiß ich nicht, ein blondes Kamel am Tisch sitzt und keine Ahnung was macht. Ich bin der Kurator dieses Museums der schönen Künste. Es freut mich, immer wieder junge Menschen wie dich im Museum zu treffen. Hast du dir schon unsere Gemäldesammlung angesehen? Ich habe alles gesehen, ich fand's scheiße. Oh, ich glaube, du bist ein Pokémon-Trainer. Bist du auch an Gemälden interessiert? Ja, sonst hätte ich mir ja nicht jedes Bild angeguckt. Ich habe an den lieben langen Tag nichts anderes zu tun. Exzellent, du magst Gemälde, dann möchte ich dir gerne etwas zeigen. Oh, er nimmt mich mit in sein Hinterzimmer, das klingt ja gut. Dies ist unser besonderer Ausstellungsraum. Wie du klar erkennen kannst, gibt es hier nicht ein einziges Gemälde. Ich möchte hier auch nicht einfach die Gemälde der sogenannten Klassiker ausstellen. Hier soll Kunst zu sehen sein, die weit von den Klassikern entfernt ist. Kunst ist doch nicht nur auf alte, berühmte Werke begrenzt. In diesem Ausstellungsraum will ich moderne und lebendige Kunst über Pokémon sehen, die bereit sind, in einem ruhmreichen Leben... Was? Die Pokémon sollen bereit sein, in ein ruhmreiches Leben zu treten? Okay, cool. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht mit meinen Monologen, ich habe Monokeln gelesen, langweilig. Du bist jung und offensichtlich weit gereist. Du hast bestimmt schon viele Pokémon gesehen und Bilder, die sie darstellen. Wenn du ein solches Bild siehst, kannst du den Künstler bitte fragen, ob wir sein Werk hier ausstellen dürfen? Möchtest du mir jetzt gerade sagen, dass ich schon wahrscheinlich bis zu 5
Orte übersehen haben, wo es Bilder gibt, die man hier hätte ausstellen können. Und ich bin einfach nicht, ich war mir das nicht bewusst. Und dann war eine nette Quest. Hier habe ich mich, glaube ich, nie darum gekümmert, diese selbige zu erfüllen. Ist auch witzig, ne? Ich laufe einfach an Burgs immer wieder vorbei. Und er immer so, jetzt wird sie mich ansprechen. Jetzt spricht sie mich an. Nein, jetzt wirst du bestimmt mich ansprechen. Und dann kann ich meinen Monolog ablassen. Nee, Briggs. Nicht mit mir. Nee. Mit mir nicht. Hey, du da. Komm bloß nicht in die Nähe der Höhle in der Bucht. Warum nicht? Das geht dich nichts an. Ich bin ein Erwachsener, also gehorche. Dieser Befehlston verletzt meine Gefühle. Ich bin der Attackenverlerner. Wenn du genauso gut bist wie ein Kumpel der Attacken-Erlerner, dann seid ihr bestimmt ein gutes Team. Ich sorge dafür, dass die Pokémon ihre Attacken vergessen. Möchtest du, dass ich dir helfe? Nein, danke. Es ist ja nicht so, als hätten meine Pokémon nicht schon quasi gar keine Attacken. Jetzt sollen sie auch noch welche vergessen? Ja, wunderbar. Pokémon sind die Partner der Menschen. Sie sind nicht unser Spielzeug. Leider gibt es immer wieder Menschen, die das nicht begreifen. Deep shit in the evening. Oder in the morning. Also im Grunde ist es so. Ein Anzug passt zu mir wie die Brise zum Meer. Einfach perfekt. Und bei dir? Eine Beere passt zu T. T. Warum ist das so? Er hat mir einfach eine Zitrobeere geschenkt. Hey, thanks. Also im Grunde ist es so, weil du ein Trainer bist. Ach so, T wie Trainer. Ah ja, cool. Thanks. Nein! Ich bin den Weg gegangen. Fälschlicherweise. Ich bin eins zu weit gegangen. Ich bin nur ein Rüpel. Ich weiß nicht, was unser Boss so vorhat. Aber als Mitglied von dem Aqua habe ich die Möglichkeit, große Dinge zu tun. Wie? Also, ich habe da nur mit mir selbst gesprochen. Heute haben wir noch mehr Beute in unser Gesteck gebracht. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Coole Typen. Richtig sympathisch. Huch, was? Wie? Ich bin noch nicht ganz wach. Hier, kannst du haben. Traumfresser? Gern, schlafen ist wichtig für die Gesundheit. Das war eine Falle. Der Arsch. Der Arsch hat mich dazu gebracht zu gähnen. Das war, wenn man so tut, als ob man gähnt, dann muss man manchmal gähnen. Kennst du diese besondere Höhle in der Bucht? Nein, das hat mir nur ungefähr jeder Zweite, der in dieser Stadt wohnt, davon erzählt. Jetzt komm, hau raus die News. Ich weiß nicht, worum es geht. Das ist eine natürliche Formation, aber Team Aqua kam und hat das Aussehen verändert. Sie nennen sich selbst naturliebendes Team Aqua. Aber was sie sagen, was sie tun, das passt alles nicht zusammen. Ich finde es gut, dass du das hinterfragst. Sprich für dich. So, wir sind jetzt hier auf dieser Riesenfläche. Der war obvious, ne? Entschuldigung, ich bin irgendwie noch nicht ganz, meine Stimme ist noch nicht ganz fit. Das war auf jeden Fall soweit erstmal ein offensichtlicher. Der hier wird auch. Oh, die war. Ist das die Aufwachflöte? Für die ich ungefähr 50.000 Stunden in diesem Aschegebiet hätte rumlaufen müssen, um die zu kriegen. Ah, oh, shit. Nee. Die zieht Pokémon an. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich stehe genau davor, ne? Ich stehe genau davor. Wow, weiße Flöte, roter Schal. Was wird das hier? Eine Modeberatung? Entschuldigung. Ich glaube, wir machen Modeberatung. Hier, Weimar, spring aus dem Wasser. Hä, was willst denn du jetzt? Störst du mal im Training? Also würde ich vorschlagen, du verschwindest mal. Mach dich dünne. Aber wait a second. Sind wir gerade in Segrasul City? Gehe ich recht in der Annahme, dass dieses Gewässer Segrasul City ist? Ich weiß, ich muss jetzt lange gehen, um das zu verifizieren. Segrasul City. Weil dann können wir hier ein Pokémon fangen. Das wäre ja schon mal jetzt nicht die schlechteste Aktion. Ja, ist immer noch alles Segrasul City. Gar kein Problem. Es kann natürlich sein, dass sobald ich ins Wasser springe, es nicht mehr Segrasul City ist. Solche Dinge passieren. Nein. Alles Segrasul City. Gut. Schwierige Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Ja, kann glaube ich taugen, also weiß ich nicht. Ist schon die entwickelte Variante, ne? Ist schon die, also
Ich weiß nicht. Ist es ein Elektro-Pokémon oder Stark-Pokémon? Irgendwas in dem Dreh. Also, ja, bin ich leidenschaftslos. Immer so, weiß ich aber nicht. Ihr könnt mir gerne sagen, wenn das euer Go-To-Pokémon ist und ihr sagt, das ist das Beste zwischen hier und Mexiko, dann ist das okay. Ich bin, also ich habe es nie benutzt in irgendeinem Team-Kontext. Weiß ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie eine Ente. Psy-Strahl ist nicht schlecht. Ich habe noch kein Psycho-Pokémon. Oder kein... Oh nein. Porygon... Bis jetzt warst du mir sympathisch und dann hast du die Biegung genommen. Die Biegung in die falsche Richtung. Ich weiß halt nicht, ich kann das dann, ist dann auch wieder zu viel. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist wieder, wenn es dann Donnerblitz einsetzt oder sowas, ist das auch wieder anstrengend. Oh. Tja, ich weiß auch nicht, was ich will, ne? Ich beschwere mich auch nur die ganze Zeit. Nörgel, Nörgel, Nörgel. Das ist halt schon ein bisschen nervig. Dezent nervig. Ich werde jetzt nicht anfangen, Bella drauf zu ballern. Einfach so. Vogel will hier auf jeden Fall kurzen Prozess machen. Mit der Situation. Wenn ich jetzt nochmal ruckzuck rüber einsetze, kann er wieder Genesung einsetzen und dann drehen wir uns hier im Kreise. Besser kriege ich es nicht hin. Jetzt muss es klappen. Ich nehme direkt den Hyperball. Sehr gut. Mann, ich weiß auch nicht, was da los ist. Porygon 2 wurde in einem wissenschaftlichen Experiment von Menschen erzeugt. Es verfügt über künstliche Intelligenz. Wo die selbstständig neue Gesten und Gefühle erlernen kann. Ja nun, dann trage ich das erstmal ein. Sega Soul City. Hier einmal eintragen. Sega Soul. Bitte, ich kann nicht schreiben. Porygon 2. Und Polygon 2 wird natürlich. Ja, nee, ich habe eine andere Idee. Nee, warte. PokeGPT. Es ist die Poke. Künstliche Intelligenz. Schön. Das freut mich. Ich mag simple Gags. Gut. Gehen wir uns jetzt nochmal heilen und dann sprechen wir mit Prix. Ich glaube nicht, dass er mit uns kämpfen will. Ich glaube, der sucht nur Freunde. Ich glaube, der ist einsam. Das ist meine Vermutung. Mal schauen, was er so erzielen wird. Wahrscheinlich ist er der Meinung, ich weiß nicht, wie ein Einkaufszentrum funktioniert. Und wird mir das mansplainen, aber ist nur eine Vermutung. Du bist Anshan. Ja, da bist du ja. Ich mache kleine Besorgung für meinen Vater. Nee, ich kaufe keine Puppen. Ich bin ein Mann und ein Mann kauft keine Puppen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Sollten wir kämpfen, um zu sehen, wer seine Pokémon besser trainiert hat. Ich habe es gespürt. Also doch. Ha, ich werde doch nicht gegen Anshan verlieren. Niemals. Hast du nur ungefähr schon 5-mal getan. Aber ist auch... Wer zählt denn schon mit, ne? Wer zählt denn schon mit? Da kommt da direkt mit einem Nachtara um die Ecke hier. Das ist selber Unlicht, ne? Oder was ist das? Was? Entschuldigen Sie, möchten Sie sich kurz äußern zu Ihrem Zustand? Was sind Sie so? Was machen Sie so? Huch. Entschuldigung, was war das denn gerade? Okay. Ich merke, nicht irgendwelche meine Knöpfe drücken. Das kann nur schief gehen. Ja, Orthopäde war jetzt wieder klar, dass das nicht gut wird. Das ist wieder so eins, wir können einfach nicht miteinander, ne? Nicht miteinander und nicht ohneinander.
Mann, Orthopäde, es ist doch nicht so schwer. Die Anforderung ist nicht so hoch. Auch das noch. Och Gott. Ach Gott, jetzt auch das noch. Erstmal schön nochmal runterprügeln hier, das ist doch toll. Okay, gut, das. Da kämpfen wir auf verlierenden Posten. Offensichtlich. Wer möchte stattdessen? Freiwillige vor. Ich nehme mir vor, Glücksfall ab und zu ein bisschen aus dem Ball zu lassen. Sagst du mir, du kannst mir meinen Orthopäden wegnehmen? Ja, nee. Ich glaube nicht, dass du das kannst. Es ist halt auch nicht mehr so effektiv, ne? Drachenwut, da sind wir jetzt auch schon drüber. Über die Phase, wo das noch gut ist mit den 40 KP jedes Mal. Richtiger Spion, so ein Nachtara, ne? Läuft allen hinterher, hat die ganze Zeit Verfolgung. Schon speziell. 34. Sehr schön. Cossilla. Cossilla ist schon wieder so ein Ding, ne? Das ist die Vorentwicklung von dem Pokémon, dessen Namen mir nicht anfällt, weil ich immer Roselia sagen will, aber das ist es natürlich nicht. Ja. Genau, ihr wisst, was ich meine. Und das müsste dann wahrscheinlich auch Eisattacken können. Es ist so witzig, weil ich kann dieses Pokémon wirklich aufzeichnen, aber ich weiß aber nicht, wie es heißt. Mein Gehirn hat diese Information, also, ich wusste es auch mal zeitweise wieder und dann ist sie wieder weg gewesen, die Information. Irgendwie kann mein Gehirn das nicht schaffen, sich das zu merken. Irgendwas ist da falsch. Baldofisch. Baldofisch. Klingt nach, einem Fisch. Ich jetzt mal sagen. Weiß nicht, ob ich das erzählen sollte. Aber ich habe ein bisschen auf Dating-Profilen rumgeswiped in letzter Zeit. Und ein Typ hatte auf einem seiner Fotos einfach einen Fisch in der Hand. Aber jetzt nicht so, hier, schau mal, habe ich gefangen. Sondern einfach so neben sich an der Seite hing einfach ein Fisch. Er lief so am Strand lang und er hatte in der Hand einen Fisch. Und ich war so, okay, cool. Da habe ich mich wirklich gefragt, was ist mit dem Fisch? Ich habe Fragen. Ich habe sie ihm nicht gestellt, aber ich dachte, der Fisch ist schon komisch. Irgendwas ist hier nicht richtig. Irgendwas funktioniert hier nicht. Ach, der macht die ganze Zeit seinen scheiß Fluchtwert. Oh. Schnarch. Schnarch, schnarch, schnarch. Schnarch. Und dazu kommt, dass Absorber so schwach ist. Was wird denn das jetzt hier für eine Nadelrakete? Mhm. Beobachte das mit, wie sagt man, wachsendem Interesse. Ich habe einfach zu wenig gute Counter für verschiedenste Dinge. Selbst schuld. Wer Electric draufgehen lässt, ist selber schuld. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke jetzt mal, mit 10 Level Unterschied wird mir die Nadelrakete hier nicht viel anhaben können. Ja, jetzt kommst du mit einer Aquaknarre um die Ecke. Danke dafür. Kannst du dir sonst wohin schieben. Sorry. Und sonst so. Ich sehe bald Dune 2. Ich freue mich sehr. Ich habe neulich die Bücher zu Ende gelesen, also zumindest die Frank Herbert geschrieben hat. Und das ist halt einfach kein geiles Ende. So, aber er hat nie gute Enden gehabt. Das war nie seine wirkliche Stärke. Aber ich bin schon ein bisschen hyped auf den Film. Obwohl ich sagen muss, dass ich kein sehr großer Fan bin von diesem Chalamet. Ich finde den nicht passend. Aber es, ich finde, der spielt aktuell in jedem zweiten Film mit. Und ich weiß nicht, warum der das tut, weil wirklich cool ist er jetzt nicht. Meine Meinung.
Aber ich finde das Universum toll und ich fand den ersten Teil toll. Vor allen Dingen war das halt beim ersten Teil so, dass ich die Bücher, also das erste Buch angefangen habe zu lesen, aber nicht durch war damit und ich an dem Punkt war, wo diese eine große Aktion passiert, die sehr bildgewaltig dargestellt wurde und ich wusste halt nicht, dass das passiert und da war ich so, wow! Also war so ein bisschen, ich war schon so drinnen im Universum, aber ich wusste noch nicht, wie die Story sich weiterentwickeln wird. Ja. Und das war sehr schön anzusehen. Was wirst du tun? Ja, ich möchte natürlich die Orden der Arena sammeln. Ich habe das jetzt hier nicht 7-mal aus Zufall gemacht. Bleib am Ball. Ja, danke dafür. Gute Nacht. Habe ich jetzt eigentlich Fliegen schon als VM? Ja. Habe ich. Ich bin schon in der Lage, überall hinzufliegen. Und ich habe es noch nicht getan. Ist klar, dass Vogel das kriegt, oder? Oder soll Singer das kriegen? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, was Singer so für ein Moveset hat. Es kann sein, dass Singer keine gute Flugattacke hat. Wäre das schon auch cool. Guck es mir mal an. Ja, weil Schnabel taugt halt auch nicht so, ne? Lassen wir mal Singer fliegen. Es ist auch ein bisschen schöner, vielleicht auf einer Wolke zu fliegen. Weiß ich nicht. Keine nähere Referenz, was das angeht. Ich möchte nicht den Himmel berühren, so wie Wiebke. Habe ich jetzt, ist jetzt nicht so in meinem Lebenskonzept mit dabei. Liegt aber auch daran, dass ich Höhenangst habe, wahrscheinlich. So, wenn mein Plan aufgeht und das Einkaufszentrum in der Lage ist, mir ein Item zu verkaufen, was dazu führen wird, dass Kapaloris sinnvoller wird, dann bin ich sehr, sehr happy und glücklich. Heute wird meine Mama ein paar schöne Möbel kaufen. Ich kaufe etwas Schönes für meinen Azumarill, weil es einen Wettbewerb gewonnen hat. Das ist nett. Immer wenn ich an das Einkaufszentrum ins Einkaufszentrum gehe, endet es damit, dass ich tausende Dinge kaufe, weil es so viel Spaß macht. Struggle is real. Ich mag das sehr gerne mit der Pokalotterie. Ich habe noch nie gewonnen. Ich habe schon mal, aber nur so die unterste Ebene. Weil das hängt ja damit ab. Davon ab, wie viele verschiedene IDs du hast. Und es ist ja natürlich sehr unwahrscheinlich, dass genau deine ID getroffen wird. Tut mir leid, keine Nummer stimmt überein. Ja, und das hat mal ein Übereinstimmung passiert, halt zufällig, aber mehr auch nicht. Willkommen im Einkaufszentrum. Dankeschön. Ich gehe natürlich Treppen, ist ja klar. Ich steige natürlich Treppen und fahre nicht mit dem Fahrstuhl. Ich werde bald auf eine lange Reise gehen, ich muss daher Items kaufen. Lerne mit Items vernünftig umzugehen. Es ist essentiell. Ehrlich. Punkt. Ich bin ehrlich. Ja, das sind ja alles so die Standardsachen, die man so kennt. Ich kann auf jeden Fall mal diesen einen Brief verkaufen, den ich da jetzt hier neulich gefunden habe. Sind die Briefe nicht hier mit drin in den Items? Ich bin verwirrt. Ich habe doch einen Brief gefunden. Wo ist mein Brief? Ah, da. Ich habe ihn gesehen. Warte, Waldbrief. Hier. Ich möchte einen Waldbrief verkaufen. Den Coolness-Wert erhöhen. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Primär und sekundär. Ich kann den Trank verkaufen, dann ist ein Itemplatz mehr frei. Es geht ja nicht darum, wie viele der Items ich habe, ne? Das brauche ich auf jeden Fall, falls ich nochmal... Als ich nochmal wohin genau oder Isso begegne, den Rauchball. Ja, Fluchtseil ist halt schon auch wichtig. Vielleicht können wir so perspektivisch irgendwann mal das Schlokraut einsetzen. Und hier gibt es nochmal Bälle. Ich würde jetzt erstmal... Oh, Eneko-Route. Ja, kaufe ich jetzt eine. Nachdem das neulich so gut geholfen hat, bin ich da vorsichtig. Es ist besser, da vorsichtig zu sein, als Nachsicht zu haben. So, das wollte ich sagen. Mein Banden wartet zu Hause auf mich. Das wäre wohl ein passendes Geschenk für ihn. Gib ihm doch einen Top-Äther. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das die richtige Abteilung ist, um Geschenke zu kaufen. Ich habe meinem Pokémon Carbon gegeben, um die Initiative zu erhöhen. Ach so, das ist dieses, wo man so ganz viel Geld ausgeben kann, ne? Ich möchte, dass mein Pokémon mehr Ausdauer hat. Ich frage mich, ob es lieber die Verteidigung mit Eisen oder die Spezialverteidigung mit Zink gesteigert werden sollte.
Um Pokémon schnell stärker zu machen, eignen sich Items hervorragend. Protein steigert den Angriff und Calcium den Spezialangriff. Wunderbar. Aber das wollen wir alles nicht haben. Wir wollen eventuell TMs haben, wenn es welche gibt. Und das werden wir erst beim nächsten Mal herausfinden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wo wir so ein bisschen nett rumgelaufen sind in der Stadt. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn es so war. Abonniert sehr gerne diesen Kanal. Da freue ich mich immer, wenn die Zahlen nach oben gehen, weil oben ist immer die Richtung, wo man hin will. Ne? Und schaut gerne mal bei Twitch vorbei. twitch.tv/auf-anne. Würde mich freuen, wenn ich euch mal live sehen würde. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.